Die Polizei in Berlin hat eine Demonstration von Gegnern der Coronavirus-Maßnahmen aufgelöst. Die Polizei forderte sie mehrfach auf, den Mindestabstand einzuhalten. Als dies nicht geschah, wurde die Demonstration aufgelöst. Es kam zu an die 300 Festnahmen. Die ganze Regierung ist illegal, alles ist illegal. Und Corona ist nur eine mittelschwere Grippe. Eine mittelschwere Grippe, eine Pandemie, die dafür genutzt wird, um uns Menschen zu versklaven. Auch in Zürich in der Schweiz demonstrierten Tausende gegen die Coronavirus-Maßnahmen. Mehr als 2000 Menschen starben in der Schweiz durch das Virus, 40.000 wurden positiv auf das Virus getestet. Auch in London protestierten die Menschen gegen die Einschränkungen durch die Coronavirus-Maßnahmen. In Großbritannien starben 36.000 Menschen durch das Coronavirus. Mehr als 280.000 Ansteckungen sind bestätigt.